Herzlich willkommen zu einer neuen Vlog auf unserem Kanal. Wir fahren endlich in den Walibi Park. Ein neues Jahr, ein neuer Park. Let's go! Walibi Park! Walibi! Walibi Holland, nicht Walibi Park. Ich sage immer Park, ich weiß auch nicht warum. Ja, ja. Ja, jährliches Vlog. Ja. Wir sind wieder zu dritt unterwegs. Wir sind jetzt zu dritt. Hallo. Wir freuen uns schon sehr. Ja. Und sind gespannt, was dieser Park für uns oder uns anbietet. Und wir wissen es eigentlich schon. Gut. Ich weiß gar nichts. Also, schon gespoilert. Ich habe mich schon gespoilert ein bisschen. Ja, dann bin ich der Einzige, der nichts weiß. Okay. Aber ist ja nicht schlimm. Dennoch ist das für uns alle der Erstbesuch hier im Walibi Park. Ja. Holland. Ich krieg's heute noch hin, bestimmt, bestimmt. Irgendwann wird's. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen euch mal mit. Unsere erste Willkoma Boomerang Bahn, die wir jetzt gefahren sind, war absolut ein Highlight wert. War geil irgendwie. Und ja. War auf jeden Fall richtig cool. Rückwärts war krass. Rückwärts in den Looping rein, das war. rückwärts kann das Ding richtig gut. Das war was anderes, ja. Hier rüber. Jetzt müsste quasi hier der Lost Gravity als nächstes kommen. Ja, hätten wir fast übersehen. Ja, durch die ganzen Bäume und so sieht man den auch ganz schlecht. Unsere erste Stahlachterbahn Big Dipper. Genau, Big Dipper. Wir sind sehr gespannt, wie es wird. Und kann ja, gut werden. Wir hoffen nicht so heftig. So wie sie aussieht, sieht auf jeden Fall heftig aus. Die Leute schreien gut. Vielleicht müssen wir die dann heute Abend dann nochmal fahren, vielleicht ist es dann warm gefahren. Und ist halt ein Marktprodukt, gell? Kennen wir ja. Ne? Kennt Deutsch, man alles. Deutsches Produkt kann eigentlich nur gut sein. Nee, Quatsch. Alles wir berichten. Wir berichten. Bis nachher. So, jetzt sind wir hier Lost Gravity gefahren und ich muss sagen, die war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ja, sie sieht von außen schlimmer aus, wie sie eigentlich fährt. Wirklich sehr solide Bahn, Big Dipper, Stahlachterbahn. Die fährt sich echt gut. Ja, also, wirklich, wirklich kein Schlagen, kein Nix, passt ja gut. Ich saß jetzt außen und da fand ich es tatsächlich jetzt nicht so toll, aber gut. Hier, die Fahrt an sich angenehm. War aber cool. Ja. War sehr angenehm. Auch dafür hier großes Lob für großes das, Lob. Für das Lob. Ding hier. Mack Rides, super Produkt. Oh, da ist es. Da ist es. Ich bin endlich da. Am Tank hat gewartet auf mich. Sind hier irgendwie falsch? Sind wir das? Ich glaube nicht. Es hat so gut gerochen hier. Meiner Nase nah. Das ist ein bisschen Wartezeit, ne? Sollen wir weitergehen oder sollen wir warten? Noch nicht. Wir warten noch. Wir gehen erstmal ein bisschen hin zum Park. Ja, wir sind. Wie ist das nochmal? Eat my dust. Eat my dust, genau. Schon wieder vergessen, wir hätten jetzt runter waren. Ein sehr schöner, angenehmer Kiddie Coaster. Ja, im Hintergrund fährt sie auch gerade. Super.
Also für Kinder ist die bestimmt super. Wirklich, sehr, sehr ruhig, sehr also ruhig. Dafür, also so muss eine neue Bahn fahren. Ja. Ganz angenehm. Ja, ja. Wie so und Mitaro ist ja auch unser Kiddie-Coaster-Experte. wenn er sagt... Also, 5 Sterne. Von 5. Echt? Ja. So, wir gehen jetzt mal weiter Richtung Golia. Und vor allem, weil ich hoffe, wir haben jetzt mal ja, das neue Mikrofon, wie man hier sieht, hier schon die ganze Zeit. Hoffentlich ist die Audio gut. Ne? Ja. Aber du hast nochmal gewackelt mit dem Ding. Dann fand ich lustig. Mal. Lustig. So, jetzt sind wir Goliath oder Goliath, wie nennt es gerne? Goliath. Goliath. gefahren. gefahren und ich muss sagen, ich habe ja keinen Vergleichswert, aber ja, war okay. Also, ja, war ja die erste Fahrt für euch, ne? Ja. Ja, ja, es ist jetzt einfach nur mit Geschwindigkeit durchgeprescht und das war es irgendwie. Ja, war irgendwie so ein bisschen langweilig, ja. Also, klar, ich habe ein bisschen Flackern von den Augen gehabt, ne? Natürlich, ich wie ist schwindelig und so, aber das passiert immer bei diesen Bahnen. Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, dass die im Holiday Park ich persönlich viel, viel besser finde. Es gibt tatsächlich nach dem ersten Drop und den ersten Hubbel, geht die Kurve so nach rechts und dann gibt es oben tatsächlich nochmal so einen Richtungswechsel. Die Stelle ist natürlich wirklich sehr, sehr nice, aber sonst ist die Bahn einfach nur Speed gelassen und ja. Ja, die ist schnell, aber es passiert irgendwie nicht viel. Ja. Wir gehen jetzt mal Richtung Condor, würde ich sagen, und nehmen jetzt das mit, weil wir brauchen... Ich brauche den Count. Ich habe Hunger. Okay, dann gehen wir zuerst was essen und dann sehen wir uns beim Condor wieder. Ah, Rook Zones, tatsächlich. Da können wir essen? Nee, dann können wir rauchen. Also. Gehen jetzt in Condor und ich filme ein bisschen, weil ich habe keinen Bock darauf. Das ist ja derselbe Achterbahn-Typ, wie auch im Heidepark auch steht. Condor ist ein wahrhaftes Schmuckstück. Also ich muss sagen, ich habe Glück gehabt, dass ich nie mitgefahren bin. Ja. Also, große Überraschung. Ich muss tatsächlich sagen, dass die Bahn hier viel mehr schlägt als die im Heidepark. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, die im Heidepark schlägt weniger als das hier. Das war so furchtbar. Der Rick ist tatsächlich auch das erste Mal mit so einer Achterbahn gefahren. Ja, ich glaube, das war das letzte Mal. Und was soll ich dazu sagen? Das einzige Positive an dieser Bahn waren tatsächlich die neuen Züge, dass sie nicht mehr diese Kopfdinger an der Seite hatten. Wo du die ganze Zeit mit dem Kopf hin und her schlägst, weil bei der Bahn ist es ganz wichtig, dass sie nicht mehr da sind, weil so sehr wie die schlägt, ist schon der Wahnsinn. Ja, ich muss sagen, beim Heidepark habe ich den ganzen Tag Tinnitus gehabt, das war schon krass. Heute ist der nächste Tag und wir haben ein paar lustige Songs. Ja. zum Beispiel das kleine Mikrofon, was wir hier in der Hand haben, haben wir 2 Stück von und der Rick hat in einer Achterbahn diese verloren. Natürlich auf einem Tamed. Ja, in der letzten Rolle hat er es weggeschmissen. Es tut mir leid. Und wir saßen hinter Rick und wir haben nur gesehen, wie einfach nur das Ding, hui! Irgendwas schwarz, war es weg. Ja. Aber man muss sagen, das Personal im Walibi war echt sehr freundlich, sehr vorkommend und wir haben unser Mikrofon tatsächlich wiederbekommen. Wir haben es gefunden. Heute haben wir tatsächlich gar nicht mehr so viel zu fahren. Nee. Und dementsprechend werden wir heute den Tag ganz gut ausnutzen, um die für unserer Meinung besten Attraktionen einfach mal mehrmals zu fahren. Oh ja. Ich muss aber heute sagen, ich lasse ein bisschen ruhiger angehen. Ich habe immer so Angst, so im 4-Stunden-Fahrt. Nicht so geil. Ich zieh das durch. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Also, du musst anscheinend kerngesund sein im ganzen Körper. Oder auch nicht, ne? Oder auch nicht. Vielleicht bist du auch einfach krank. Vielleicht bin ich auch einfach krank und kann das halt alles. Ne? Das ist ja, ich habe damit tatsächlich keine Probleme. Ich kann eigentlich alles fahren. Ich muss sagen, der Boomerang, die letzte Fahrt hat mich gekillt. Ja, aber der Boomerang ist echt... Der war echt hart in der letzten Fahrt, ja. Ist
Nee, wir waren gestern Abend echt auch ziemlich fertig. Oh ja. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das Video heute Morgen. Ja. Bevor es zu spät ist. Und gestern Abend hätten wir nichts mehr Vernünftiges hingekriegt. Aber so sind wir Chaoten halt. Wir machen uns jetzt mal fertig, packen unsere Taschen und dann sehen wir uns nachher im Park wieder. Jawohl. Bis dann. Ich habe Mittelfinger gezeigt gerade. Genau. 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 Ja, ich glaube, das hier ist der einzige Freizeitpark, wo ich überhaupt gewesen war, bin, dass dort ein Riesenrad steht. Was habe ich gestern gesagt? Die lassen das Wasser noch ab. Deswegen machen die das. Tatsächlich? Ja, das ist gestern wirklich gesagt. So sieht es also aus, wenn kein Wasser mehr drin ist. Wir waren jetzt gerade in Untamed und ich muss sagen, eine sehr geile Bahn. Also sie macht wirklich Spaß, auch mir. Wir sind alle total begeistert von dieser Achterbahn oder diesen Achterbahn-Typen. Wir brauchen ein AMT in Deutschland. Wir brauchen einen in Deutschland, unbedingt. Ich glaube, wir sind die Bahn jetzt dreimal gefahren, ne? Vorne, dreimal Mitte, hinten. Bisher, aber dreimal, es wird das nicht der letzte Mal sein. Nee, heute wird es wahrscheinlich nochmal passieren. Ne? Also es wird auch nicht schlechter, egal wo man sitzt. Ich meine, wir sind ja gerade nicht Q-Line. Ja, an sich schon. Ganz hinten drin. Ja, ja, in dem Sinne, wir gehen jetzt erstmal weiter noch und dann. Genau. Wir melden uns auf jeden Fall noch. Ja, der Dennis muss mal pipi. Jetzt sind wir gerade im Riesenrad, wie man noch schwer erkennen kann, und wir wollten ein bisschen erzählen, wir haben ja für Plattform 13 noch nicht erzählt. Das Theming gut. Ist sehr schön. Genau. Sehr schön, also wirklich sehr gut. Die Q-Line, ja. Die Q-Line, ja, genau. Und also in cool. Dieser Schraube hat mich wieder verprügelt. Der Rest der Bahn, das ist halt die Stahlachterbahn, ne? Das ist die Stahlachterbahn, kennt man, die schlägt ohne Ende. Wie Condor. Also. Condor oder Speed of Sound, die hier auch ist. Ja. Wer schon Big Loop im Heidepark gefahren ist, dann weiß auch, wovon wir sprechen. Ja. Also ist genau derselbe Achterbahn-Typ. Und ja. Zweimal gefahren, jetzt nicht nochmal? Nee, muss jetzt nicht unbedingt sein, nein. Aber tatsächlich fahren wir jetzt noch so ein bisschen das kleine Zeug. Das jetzt zeigen wir euch noch ein paar Ausdrücke aus dem Riesenrad. Das waren sehr wunderschöne zwei Tage und jetzt geben wir ein kleines Fazit ab, ein bisschen kürzer als im Hansapark. Das war ja 5 Minuten, ne, irgendwie so. Ja, wenn wir so weitermachen, dauert das wieder so ein bisschen länger. Nein, es lohnt sich auf jeden Fall hier hinzukommen, es ist eine tolle Achterbahn. Ein sehr schöner Park. Ja, ein sehr schöner Park auch. Ja. Die Attraktionen sind halt nur thematisiert tatsächlich. Die haben zwar so ihre kleinen Themenbereiche, aber mehr oder weniger haben die so oder weniger ihre Attraktionen mehr thematisiert wie jetzt überhaupt Themenwelten, sag ich jetzt. Ja. Und ja, von den Achterbahnen her können wir eigentlich sagen. Ja, eigentlich Untamed und Lost Gravity, ne, so die besten. Ja, Goliath würde ich auch noch jetzt dazu nehmen, weil die wirklich sauber fährt.
Ich war auch ein bisschen überrascht von dem Boomerang. Der hat mir auch besser gefallen, als ich dachte, aber ist trotzdem hart. Ja, ja, die Boomerang ist halt der Stahlachterbahntyp. Das, ja. Das ist immer der gleiche Achterbahntyp, der so schlägt. Ja. Ich weiß nicht. Es ist sehr anstrengend. Ja. Ja, ja. Vom Essen her können wir uns auch nicht beschweren. Heute haben wir mal einen Döner gegessen, der ist eigentlich ganz super für den Preis. Ja, auf jeden Fall. Die Abfertigung lässt sich noch ein bisschen zu wünschen übrig, weil die Abfertigung ziemlich lange dauert. Wir haben es tatsächlich mit der Stoppuhr gemessen und teilweise war es schon echt krank. Wir müssen reden. Tja, was soll man dazu sagen? Typisches Kirmes-Fahrgeschäft, gell? Aber die Abfertigung ist der letzte Rotz. Also waren schon lange. Also die kleinen Attraktionen haben länger gedauert wie auf der Achterbahn. Ja, ne? Aber das war nicht meine Attraktion so, das ist ja bei dem Essen auch gewesen. Ne? Ja, bei dem Essen genauso. Die haben einen ganzen Döner weggeschmissen. Ja. Also die haben hier in Holland auf jeden Fall die Ruhe weg, was ja auch okay ist, um Gottes Willen. Aber für den Gast, der dann Eintritt bezahlt, ist das halt ein bisschen nervig. Auf Dauer. Ja, auf Dauer. Ja. Viele Schulklassen. Oh ja. Wir sind jetzt unter der Woche mittwochs und Donnerstag hier gewesen. Ziemlich viele Jugendliche und das macht halt auch diesen Park aus. Also Familienattraktionen gibt es jetzt hier eher weniger. Der ganze Park hat so ein bisschen was von einem großen Jahrmarkt einfach. Ne? Ja, stimmt. Ja, würde ich so sagen. Kirmes-Feeling. Ja, ein bisschen Kirmes-Feeling kann man da drin. Die Fahrgeschäfte auf jeden Fall. Diese Fahrgeschäfte haben alle so ein bisschen Kirmes-like. Ja, gerade der Blas, der Topspin. Ja, genau. Der ist wohl auf jeden Fall vom VR-Markt. Nee. Auf jeden Fall, aber ja. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir bedanken uns bei euch natürlich. Und wenn euch das Video natürlich gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Und ein Abo da. Und ein Abo, natürlich, klar. Oder folgt uns auch gerne mal auf Discord, da werdet ihr auch weitergeholfen. Falls ihr mal Fragen habt an uns natürlich. Da sind die ganzen Shorts und alles so auch, ne? Ja. Und wenn ihr auch mal im Walibi wart, im Walibi Holland, dann schreibt es doch mal unten in den Kommentare, was euch so gefallen hat. Ja. Würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Hier ist Mitaro. Wir sind eine Rasenreporterin. Ich muss eigentlich das Mikrofon voll am Arsch halten und was reinfurzen, oder? Das wäre lustig. Ja, wäre auch geil. Oh. Der sagt nichts. Oh, you're in Magic. Magic? Nee, der heißt hier Spinning Vibe. Wir sind nicht im Heidepark. Ah, tut mir leid. Komm, hallo. Ganz weit durcheinander. Ganz weit weg. So halten. Wir können ja mal so halten. Und dann schauen wir mal weiter. Wunderschön. Ja. So halten. Wir können auch so halten. Wunderbar. Okay. Danke, tschüss. Willkommen auf 7 Sands mit Mitaro, Mick und Blue Fire.